Hi, heute habe ich wieder ein Helix Preset für euch und zwar für den Marshall JCM 800. Der Marshall JCM 800 ist im Helix der Brit 2204 und ich zeige euch gleich erstmal, welche Presets ich benutzt habe. Und dann könnt ihr euch noch anhören, wie sich der ganze Sound oder die ganzen Sounds, die ich benutzt habe, dann im Mix durchsetzen. Für die Impulse Responses habe ich wieder welche von York Audio genommen, und zwar so ein Marshall Pack. Der hat verschiedene Marshall Packs. Ich habe das mit den M25 heißt das, glaube ich. Das zeige ich euch gleich auch nochmal, wenn ich die Presets mit euch durchgehe. Ihr könnt aber auch jede andere Impulse-Response nehmen, ob ihr jetzt Ohnhammer nehmt oder ML Sound Labs. Ich sage ja immer, wenn ihr fragen solltet, warum ich immer York Audio nehme, Grund ist einfach, ich arbeite damit am liebsten. Ist einfach reine Geschmackssache. Gut, kommen wir erstmal zu den Presets. Gut, kommen wir gleich mal zu den, ohne viel Gelaber, gleich mal zu den Einstellungen. Also, ja, der hatte jetzt schon an der Überschrift gelesen, dass ich einen Marshall Amp genommen habe, und zwar habe ich den im Helix den Brit 2204 genommen. Das soll so ein JCM 800 sein. Da habe ich beim Drive, bin ich nicht ganz weit drauf gegangen, bei 5,2. Warum, werdet ihr gleich noch sehen. Also ich habe halt mit diesen Einstellungen die Rhythmusgitarre eingespielt und da wollte ich nicht ganz so viel Verzerrung haben. Und da habe ich das halt bei 5,2 belassen. Bass ein bisschen angehoben, 6,4. Mitten angehoben, 7,2. Und den Treble bei 6,2. Ansonsten Presence noch ein bisschen höher, 6,6. Und hier seht ihr noch die Einstellung von dem Channel Volume und dem Master. Also die habe ich ziemlich weit hochgedreht, aber nicht bis zum Anschlag. Ansonsten war es das eigentlich von den Einstellungen. Equalizer habe ich immer noch zwischen Cab und Amp. Da habe ich dann Low Cut bei 85 gemacht und einen High Cut bei 13 kHz. Ich muss aber auch sagen, ich benutze die, vielleicht wisst ihr das mittlerweile, ich benutze ja ziemlich gerne diese York Audio IRs. Und wenn ihr jetzt die vom Helix nehmen solltet, dann kann das sein, dass ihr da den High Cut noch ein bisschen weiter runterziehen müsst. Also dass ihr vielleicht bei 11 kHz oder so, müsst ihr mal probieren, nicht, dass es halt irgendwann in den Höhen zu fisselig klingt. Dann habe ich hier den, von der Box habe ich eine Marshall genommen, und zwar gibt es von York Audio so eine Marshall mit Greenbacks, und zwar heißt die M25. Der hat da verschiedene Marshall-Boxen und ich habe halt diese M25. Und die finde ich ziemlich gut und die ist ziemlich, so ein Arbeitstier ist das. Also die kann man wirklich für viele Sachen benutzen. Das war so eigentlich der Grundsound. Da hatte ich noch ein Reverb mit drin, und zwar das Raum-Reverb mit den Einstellungen mit Decay 4,1, die ein bisschen länger als sonst immer, und im Mix habe ich 36%. Ansonsten den Rest habe ich so gelassen. Dann habe ich einen Kompressor. Zwar nehme ich meistens diesen LA Studio Comp, den finde ich ganz gut. Da habe ich, hier sehen wir nochmal die Einstellung, also die Peak Reduction bei 3,5 und Gain bei 4,7, und den Rest habe ich so gelassen. Das sind so die Grundeinstellungen, die ich benutzt habe, also für den Rhythmus-Sound. Da könnt ihr auch hören. Also das war eigentlich der Sound, den ich auch im Mix genommen habe. Dann habe ich noch eine Leadgitarre gehabt oder einige, die ich da untergelegt habe. Und da habe ich dann hier noch bei den Distortion Tube Screamer genommen mit Gain 3,5, Ton 4,9 und Level 7,1. Einfach nochmal, um den Sound so ein bisschen zu ändern beim Tube Scream, bei diesen Lead Sounds. Muss ich kurz überlegen, und ich habe noch ein Delay mit dabei gehabt, und zwar das Simple Delay. Delay Time 432, Feedback 30%, Mix 40%, also nicht das volle Delay im Mix. Und wenn ihr das anschmeißt, dann habt ihr eigentlich den Lead Sound, den ich da auch hatte. Ja.
auch so eine schöne Liedrhythmusgitarre dann unterlegen, wenn ihr meinetwegen die ganze Zeit mit zwei, also mit meinetwegen Grundtonquinte oder was auch immer, wenn ihr verschiedene Intervalle rausholen wollt oder Oktaven. Das könnt ihr halt auch machen. Das klingt meistens ganz gut. Und das war der Sound, den ich benutzt habe. Also wie ihr seht, nicht viele Einstellungen. Da habe ich, versuche immer erstmal mit ein bisschen weniger zurechtzukommen und dann kann man es nach oben hin immer noch ausweiten. Also ich habe jetzt hier von den Effekten habe ich 7 Stück insgesamt. Das ist jetzt nicht so übermäßig viel. Und das soll ja für euch auch immer nur im Prinzip eine Plattform sein, wo ihr dann drauf aufbauen könnt, wenn ihr das seht. Also wenn ihr so den Sound, wenn ihr merkt, ich habe ja Single-Coil-Gitarren, also eine Strat habe ich benutzt und eine Tele. Und wenn ihr zum Beispiel eine Paula benutzt oder meinetwegen eine Metal-Gitarre mit Humbuckern, dann kann das sein, dass diese Presets oder dass ihr bei den Einstellungen noch ein bisschen was ändern müsst, weil die Humbucker halt anders reagieren als die Single-Coils. Oder wenn ihr ein anderes Overdrive-Pedal, wenn ihr diesen Tube-Screamer nicht so gerne mögt, dann knallt euch da ein anderes davor. Das soll ja immer nur so ein bisschen so ein Anreiz sein, dass ihr ein paar Ideen bekommt, um da selber euch ein bisschen tiefer gehen mit auseinanderzusetzen. Gut, jetzt könnt ihr euch erstmal anhören, wie sich diese ganzen Sounds, die ich euch jetzt eben vorgestellt habe, wie die sich im Mix anhören. Das waren auch die Gitarren im Mix und wie ihr gehört habt, können die sich ganz gut durchsetzen. Ich hatte ja eben schon gesagt, als ich die Presets für euch oder als wir mit der Vorstellung von den Presets fertig waren, dass es immer nur so eine Anregung für euch sein sollte, wie ihr eure eigenen Presets erstellen könnt. Und ich habe wirklich diesmal versucht, ein bisschen weniger zu nehmen und darauf dann aufzubauen, würde damit halt einen guten Sound hinzubekommen. Und das solltet ihr halt auch probieren. Also probiert ruhig, könnt diese Einstellung erstmal ausprobieren, dann vielleicht ein bisschen rumbasteln, einfach um einen anderen Sound zu erstellen. Und wenn ihr andere Impulse-Responses nehmt, dann müsst ihr wahrscheinlich eh nochmal ein bisschen die Amp-Einstellung ändern. Und es geht einfach darum, dass ihr euch ein bisschen, wenn ihr einen Helix habt, dass ihr euch einfach ein bisschen mit der Materie auseinandersetzt und einfach guckt, wie ihr selber eure Sounds erstellen könnt. Gut, das soll es auch schon gewesen sein. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, würde ich mich über ein Abo freuen. Mein Name ist Markus Ohlen und ihr seid auf dem Kanal der Gitarrenmeister Online-Schule.